Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge erzähle ich dir, welches Mindset wir von Nelson Mandela lernen können. Let's go! Du hast ihn bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder von ihm gehört. Ja? Er war ein sehr führender südafrikanischer Aktivist und Politiker im ständigen Widerstand, der sich über Jahrzehnte erstreckte, gegen die Rassentrennung, also die sogenannte Apartheid. Und ja, er war letztlich auch nicht zuletzt der erste schwarze Präsident seines Landes, also der eben von 94 bis 99 als Präsident dort tätig war. Und das war damals eben ein absolutes Novum, ja. Also das, was wir von einem Obama in den USA kennen, war ja auch damals so bam krass und ja, der erste Präsident mit dieser Herkunft, mit diesem Hintergrund. Und so vom Vibe her kannst du es dir auch vorstellen für Afrika. Was ist das Besondere an ihm? Also, er war ja nicht nur einfach Aktivist und Politiker, sondern wurde auch aufgrund seiner Aktivitäten gegen diese Rassentrennung, gegen diese Politik der Apartheid in seiner Heimat bestraft. Ja, also wir kennen das sehr oft, dass Menschen, die Probleme und Missstände ansprechen, dann selbst auf einmal zum Problem und zum Missstand erklärt werden. Und so kam es, dass er in seiner eigenen Heimat von 1963 bis 1990, also insgesamt 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft verbracht hat. Und das ist natürlich krass, weil erstens, seine Strafe lautete nicht in Anführungsstrichen nur 27 Jahre, sondern man hat ihm gesagt lebenslang. Ja, er kam dann in Anführungsstrichen früher raus, aber zu dem Zeitpunkt seiner Haftstrafe, seines Antritts von dieser Haftstrafe, war noch nicht klar oder überhaupt absehbar, dass er früher entlassen wird, dass er das überhaupt überleben kann. Und ich finde so bemerkenswert an ihm, dass er gemerkt hat, okay, die Umstände sind eine absolute Katastrophe. Ich weiß, dass ich das Richtige tue. Ich werde aber bestraft von der Regierung, ja, von den Umständen. Ich werde jetzt ins Gefängnis gesteckt. Und er hätte wirklich allen Grund gehabt, entweder da drin irgendwie auszurasten, ja, jemanden zu attackieren oder sich selbst etwas anzutun, weil das natürlich eine sehr verzweifelte Lage ist. Stell dir vor, du bist unschuldig, 27 Jahre im Gefängnis. Und wir alle wissen, dass viele Menschen so ein Schicksal haben, dass sie einfach aufgrund von politischen Bestimmungen verfolgt werden, eingesperrt werden, weil sie eben es gewagt haben, den Mund zu öffnen, weil sie es gewagt haben, zu protestieren. Und dann werden sie durch oder aufgrund ihres Widerstands bestraft, eben durch ein System, das sie zu kritisieren versuchten. Aber Mandela hat sich nicht unterkriegen lassen. Sein Mindset war eben, okay, die Umstände sind widrig. Das ist jetzt nicht gerade angenehm. Ja, ich werde für meine Arbeit quasi bestraft, aber ich habe Einfluss auf meine Haltung und auf meine Einstellung. Und so blieb er im Gefängnis und ist jeden Tag von neuem aufgestanden mit einer positiven Erwartungshaltung. Er ist ruhig geblieben und gilt auch nicht deswegen oder nicht nur deswegen zuletzt als extrem inspirierende, ich suche gerade nach Worten, du merkst es, als extrem inspirierende und beeindruckende Persönlichkeit. Also ich bin selber so geflasht von ihm, während ich rede. Deswegen stocke ich hier so ein bisschen, weil das ist natürlich krass, so ein Freiheitskampf, eben gegen Unterdrückung, gegen soziale Ungerechtigkeit. Und wir wissen, wie viel Rassismus in der heutigen Welt herrscht, ja. Dass du, wenn du anders glaubst, wenn du anders liebst, wenn du anders aussiehst, wirst du eventuell in bestimmten Regionen oder in bestimmten Umfeldern, in bestimmten Ländern ganz schnell diskriminiert, ausgegrenzt, eventuell sogar verfolgt. Ja, und ich finde, er hat mehr als sonst irgendeiner mit dem Friedensnobelpreis 1993 verdient, weil er eben zu seinen Lebzeiten sich weltweit für Menschen eingesetzt hat, eben unter anderem zum politischen Widerstand, aber auch eben als moralisches Vorbild für diese Menschen, die sich auch in dem Bereich aktivistisch engagieren. Und vor allem beeindruckend finde ich eben einfach diese Ruhe, also dass er diese Ungerechtigkeit ertragen hat und dass er trotzdem nie aufgegeben hat und immer zielfokussiert blieb. Er hat nie gesagt, ach so, jetzt kriege ich negative Konsequenzen, dann lasse ich es eben oder dann höre ich auf mit meinem Aktivismus oder dann halte ich den Mund, dann lasse ich mir den Mund verbieten. Er hat immer weitergemacht,
und ist Gefahr gelaufen, dass das System ihn dafür bestrafen will, was dann auch eintrat. Er wurde, wie gesagt, inhaftiert, war 27 Jahre lang im Gefängnis. Das musst du dir einfach mal reinziehen für etwas, was überhaupt nicht bestrafungswürdig ist. Aber er blieb beharrlich und ich finde, Beharrlichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften heutzutage, dass du, wenn du weißt, es ist richtig, dass du dich weiterhin dafür einsetzt, egal wer dir den Mund verbieten will, egal wer wie dich eventuell davon abbringen will. Und mir ist natürlich bewusst, dass wir jetzt kein Nelson Mandela sind, ja, aber jeder kann sich etwas von seiner Beharrlichkeit und seiner inneren Stärke und seinem Mindset abschauen. Weil wenn jemand so etwas Krasses, so geduldig über sich hat ergehen lassen, dann können wir auch die Ärgernisse des Alltags, beruflich wie privat, leichter ertragen, wenn wir checken, hey, es kommt nie drauf an, was außen geschieht, sondern eben es kommt drauf an, was ist unsere Einstellung, unsere Haltung dem Leben gegenüber, wie treten wir den Dingen ja, entgegen und welche Energie ist letztlich stärker, die äußere Energie oder die innere Energie. Ich hatte hierzu auch mal eine Podcast-Folge aufgemacht mit der Thematik Einzelschicksal versus Kollektivschicksal, wo ich auch über Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg spreche. Diese Podcast-Folge verlinke ich dir selbstverständlich in der Beschreibung. Da geht es eben auch darum, dass man immer auf seine Energie und sein Mindset achten muss und sich nicht von anderen vom Kurs abbringen lassen darf. Aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ist mein Kurs, was ist meine Richtung, wofür stehe ich ein, weil jemand, der für nichts steht, wird für alles fallen. Ja, aber jemand, der weiß, das und das sind meine Prinzipien, das und das sind meine Werte, der kann auch damit leben, wenn er mal Nachteile davon trägt. Ja, wenn er mal nicht davon in Anführungsstrichen profitiert, sondern er weiß, die Prinzipien sind wichtiger als Geld. Und die Werte sind wichtiger als das, was andere mir dann überstülpen wollen. Ja? Ganz, ganz wichtig, dass du weißt, was sind deine Werte, was ist deine Haltung, was sind deine Prinzipien. Und würdest du dafür eintreten, auch wenn es gefährlich wird, auch wenn du Nachteile davon trägst? Oder ziehst du dann den Kopf ein und sagst, ach so, nee, also ich will jetzt auch keine Probleme haben. Du, Probleme kommen so oder so, aber es kommt darauf an, welche Haltung du ihnen gegenüber einnimmst und wofür es deiner Meinung nach sich lohnt zu leiden, weil Schmerzen kommen auch, dann besser gleich Schmerzen für etwas in Kauf nehmen, was für einen von Relevanz ist, weil dann hat es einen Sinn. Ja, wenn du für irgendetwas Schmerzen in Kauf nimmst, was dir null bedeutet, dann ist es verschwendete Energie und Zeit. Du musst wissen, was ist dir wichtig, wofür stehst du ein? Und dann verfolgst du das bis an dein Lebensende. Egal, wer was sagt, egal, welche Stimmen von außen auf dich eindringen, weil du weißt, es ist das Richtige, ich werde das Richtige tun. Ja, aber das musst du erstmal für dich auch herausfinden. Das ist nichts, was über Nacht geschieht, das ist ein Prozess. Und ich finde, Nelson Mandela ist da eben ein extrem beispielhaftes Vorbild, weil er einfach so beharrlich geblieben ist und so ruhig. Wie gesagt, er hätte ja komplett ausflippen können. Jemand anderes hätte sich eventuell umgebracht im Gefängnis, ja, vor lauter Verzweiflung. Wie gesagt, er wusste ja nicht, dass er nach 27 Jahren wieder rauskommt. Aber ich finde auch 27 Jahre zu lang. Ja, also das muss man sich mal reinziehen. Wie lange dieser Mann da eingesperrt und inhaftiert war, einfach nur, weil er das Richtige getan hat, aber er hat sich nicht von der Überzeugung abbringen lassen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ich bewundere starke Menschen mit starken Haltungen, die beharrlich für das eintreten, was ihrer Meinung nach eben ihre Werte sind. Und diese Werte dienen eben dem Gemeinwohl, ja, also der Gesellschaft und gerade eben in Bezug auf Schwächere, auf Ärmere, auf Benachteiligte. Wenn man sich dafür einsetzt, finde ich das immer sehr beeindruckend und gerade wenn man eben soziale Ungerechtigkeit angeht mit seiner eigenen Stimme, mit seinem eigenen Handeln und Denken, ja, wenn man sich für Freiheit einsetzt und gegen Unterdrückung anderer, aufgrund welcher Kriterien auch immer, ja, das ändert sich ja auch von Gesellschaft zu Gesellschaft, aber es gibt immer jemanden, dem es schlecht geht, der schwächer ist, der unterdrückt wird und Menschen wie Mandela, die sich dann dafür einsetzen, finde ich extrem bewundernswert und wir können uns von diesem Mindset extrem viel abschauen, weil wir uns viel zu oft in Kleinigkeiten verrennen und uns ja entmutigen lassen. Aber dann, wenn man guckt, was so ein Mann geleistet hat, bam, das ist richtig krass. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du
dir mal reinziehst, was Nelson Mandela noch so alles gemacht hat und dass du, wenn du mal widrigen Umständen begegnest, dich an sein Mindset erinnerst, dass eben nicht die Umstände zählen, sondern deine Haltung und wie du diesen Umständen entgegentrittst. Das ist das Wichtigste im Leben, deine Haltung und deine Einstellung und natürlich dein Energy Level. In diesem Sinne, keep the villa.